und Savadikap. Ja, heute melde ich mich mal aus Banchang. Banchang ist ungefähr knapp 60 Kilometer vom Pattaya entfernt, liegt zwischen Sattahip und Maktaput. Maktaput ist ein Industriegebiet, wo Öl hergestellt wird. So, in den 2000 rum waren hier also sehr viele Verlangsamarbeiten, alle in diesem Industriegebiet. Da wurden hier sehr viele Häuser gebaut, nur für die Phalanx. Die konnten für gutes Geld mieten, und was natürlich ist, wo viele Phalanx sind, werden auch Bars gemacht. Ja, und das hier ist eine Straße, die ist von oben bis unten mit Bars voll. Einige haben jetzt natürlich Corona nicht überlebt, von unten bis oben. Ich habe jede Woche an den Bars hier Spanferkel geliefert, weil die immer alle eine Party gemacht haben. Also viele Mädchen sind also hier arbeiten gegangen, weil hier viele Phalanx waren, kriegten sie besseres Geld wie in Pattaya. Ja, das ist eine kleine Geschichte zu Banchang. Dann kam die Krise, die Phalanx wurden entlassen, die Häuser standen dann leer, die Bars natürlich auch, aber es gibt immer noch Leute vom Pattaya, die nach hier hinfahren, die verheiratet sind, können sie ungestört ihr Bierchen trinken oder auch was anderes. Ja, ich will euch jetzt mal Banchang zeigen, nicht nur hier, auch den Strand. Ja, weiter geht's. Fahren wir mal ein bisschen die Straße lang, ich will sie nicht runterlaufen. Es sind also reichlich Bars hier. Ist natürlich jetzt so früh am Morgen. Die Mädels, die schlafen alle noch. Ja, und dann stand hier immer ein Grill auf der Straße mit einer Sau von 30, 40 Kilo. Ja, das war jetzt die Barstraße, weiter geht's zum Strand. Hier am Banchang Beach. So, es gibt mehrere Strände. Dann wollen wir mal schauen, was hier so ist. Thank you.
da hinten die Häuser. Die, da sind, die sind von mir, das sind 10 Stück direkt hier am Meer. Townhäuser, 200 Quadratmeter Wohnfläche. Die sind also zu vermieten. Ungefähr 9 Stück habe ich da noch zum Vermieten. Wenn jemand Interesse hat, an Häuser zu mieten, da hatte ich einmal ein Video gemacht von diesen Häusern, das werde ich verlinken, könnt ihr euch das also anschauen. Ja, könnt ihr euch bei mir melden. Ja, und das ist jetzt hier also der Strand. Da hinten ist Magtaput. Das ist das Industriegebiet. Da hinten ist der Utapau-Flughafen. Ja, mal schauen. Banchang am Pala Beach im Seafood-Restaurant. Ja, guck mal, was hier los ist. Mittagszeit und es ist rappelvoll. Rappelvoll. Ach, schauen wir jetzt mal auf die Speisekarte, was da alles so gibt. Als erstes gibt man hier eine Seafood-Platte. Krebse. Spieße, Hühnerflügel im Seefood-Restaurant, Muscheln. Und das Muscheln. Krabbenfleischstück, die sind aber gepresst. Franz, was möchtest du gerne? Glaube ich so. Ungefähr die Richtung habe ich schon mal. Ja, Auswahl ist reichlich an Seefood. Die Preise stehen dabei. Ja, Suppen, gebraten, ja, und noch vieles mehr. Mal gucken und werden erstmal bestellen. Haben wir jetzt bestellt, Fisch süß-sauer, Reis, Hollandmuscheln, ja, und der Franz hat gleiche. Das kostet 200 Baht, die Muscheln 130 Baht. Ja, und am Freitag sage ich mal wieder, Franz, guten Appetit. Die Kamera und die Drohne noch dabei, das ist also ganz schön hart. Ja, hier immer. Pala Beach, Bangsere, wir haben jetzt gut gegessen. Ja, und jetzt gucken wir, was hier noch so verkauft wird. Sind direkt die Fische. Verkaufen die auch direkt ihren Fang. Ist natürlich für die Restaurants gut. Die können die gleich frischen Fisch kriegen. Das, was sie alle wollen. Ja. Ach, und da sitzt mein Freund Franz im Schatten. Da hinten macht sich wieder mal einen Fischer bereit. Für die Ausfahrt.
Hier haben sie alle ihre Netze. Er macht gerade seine Netze, oder sie macht gerade ihre Netze sauber. Gucken, was da so alle drin ist für Zeug. Grünzeug. Ja. Die haben das ziemlich alles schon verkauft. Kleine Fische, 100 Watt das Kilo. Eine große Muschel. Ja, was haben sie hier? Schrems. 360 Watt, 240 Tintenfische. Da sind, glaube ich, Krebse drin. Ja, die sind so ziemlich fertig mit dem Verkauf. Ja, und direkt daneben ist ein Restaurant. Ja, also frischer, schneller an frische Ware zu kommen, geht's also nicht. Nur ein paar Meter weiter und da sind die Fischer dann. Ja. Ja, Leute, das war jetzt Ban Chang, ca. 60 Kilometer von Pattaya weg zwischen Sattahip und Maktaput oder Rayong. Maktaput ist das Industriegebiet, was hier ist. Ja, Essen war lecker. Wenn ihr mal Lust habt oder ein Fahrzeug habt, könnt ihr auch hier mal runterfahren. Ist also nicht so eine Stunde Fahrt, sage ich mal, bis ihr hier seid. Ja, und dann sage ich mal wieder tschüss, der Dieter, bis zum nächsten Video. Und wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like. Tschüss.